Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du, wie Spiritualität funktioniert und vor allem lernst du, wie du persönlich für dich ein spirituelleres Leben führst und du spiritueller wirst. Ganz oft bekomme ich die Frage, Patrick, wie funktioniert das Ganze? Wie werde ich spirituell oder spiritueller? Zuallererst sei gesagt, das Wort selbst, Spiritualität, kommt vom Wortstamm her, von Spirit, also von Geist. Und das ist nicht wirklich was du werden musst. Es geht mehr darum zu erkennen, dass du es bereits bist. Das heißt, das ist schon mal ein wichtiger Punkt ganz zu Beginn. Es geht nicht darum, dass du spirituell wirst. Es geht nur darum, zu erkennen, dass du es bereits bist. Und das ist auch die grundlegende Eigenschaft der Spiritualität, beispielsweise im direkten Vergleich zur Persönlichkeitsentwicklung. Bei der Persönlichkeitsentwicklung geht es darum, dass du dich entwickelst in Form von du ergänzt dich, du gibst etwas hinzu, du entwickelst dich weiter, sagt man ja. In der Spiritualität ist es genau umgekehrt. Da lässt du los. Das heißt, du gibst nichts Neues hinzu, sondern du machst das genaue Gegenteil. Du räumst alles weg, was dich blockiert, um zu erkennen, dass du bereits perfekt bist, so wie du bist. Das heißt, auch im Kontext der Spiritualität können wir durchaus von Entwicklung sprechen, aber nicht wie im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung in Form von etwas hinzugeben, sondern eher Entwicklung wie ein auf einen Stock aufgewickelten Faden, den wir entwickeln, um ihn zu seinem Ursprung zurückzuführen. Das ist im Kern erstmal sinngemäß eines der Hauptziele der Spiritualität. Ich habe mir in den letzten gut 10 Jahren verschiedenste Lehren, Lehrarten, Religionen, Ansätze etc. angeschaut und mir ist aufgefallen, die unterscheiden sich nicht wirklich extrem. Im Gegenteil, sie unterscheiden sich eigentlich sehr wenig. Sämtliche Religionen haben in der Essenz eigentlich die gleiche Message, das gleiche Ziel, wenn man so möchte. Das Problem ist, wenn man die heiligen Schriften der verschiedensten Lehren, egal ob es jetzt die Bhagavad Gita ist, die Bibel, der Koran, der Talmud, der Sohar oder was weiß ich was, wenn man die wörtlich liest, dann entstehen oft fundamentalistische Ansätze. Das heißt, wenn man sagt, nee, 1:1, so wie es hier in unserem Buch steht, ist es richtig, dann muss es im Umkehrschluss sein, dass alle anderen Bücher oder Lehren falsch sind. Und das führt in der Regel zu Krieg und zur Trennung, was ironischerweise, wenn es Gott gibt, das möchte ich hier in diesem Video offen lassen, wahrscheinlich das Gegenteil von dem ist, was Gott bezwecken wollte. So, das ist noch eine Kuriosität am Rande. Aber in der Essenz sagen sämtliche Lehren eigentlich dasselbe und ich möchte hier in diesem Video mit dir teilen, worum es dabei eigentlich geht. Und zwar, der Weg ist immer derselbe. Wir haben hier, und das können wir nicht in Abrede stellen, wir sind geboren in einem Körper, wir haben Fleisch, Blut, Hände und so weiter. Wir sind physisch hier, das ist faktisch da. Wir sind auf irgendeine Art und Weise Materie. Die meisten, die sich hier diesen Kanal angucken, werden aber festgestellt haben, da ist noch mehr. Ich bin noch mehr als bloße Materie, als bloße aneinander gekettete Atome. Da ist mehr als mein physischer Körper. Da gibt es irgendwie noch was anderes. Und das wird in der Regel Geist genannt, Seele oder ähnliches. Es gibt da etliche Begriffsbezeichnungen für. Und ich möchte mich hier nicht an den Begriffen aufhalten, weil Worte an sich, sagt man so schön, sind belanglos, denn sie sind nur der Finger, der auf den Mond zeigt. Das heißt, ich habe hier Kopfhörer liegen. Ich kann jetzt mit den tollsten Worten die Kopfhörer beschreiben, aber die Worte sind nur das beschreibende Element, um den Kopfhörer zu beschreiben, aber nicht der Kopfhörer selbst. Das heißt,
Wir müssen die Sache, den Geist selber erfahren und es macht wenig Sinn, den mit den tollsten und buntesten Worten zu beschreiben. Was übrigens auch der Grund ist, warum sehr viele spirituelle Lehrer sehr viel mehr schweigen als reden. Oder Eckhart Tolle dann sagt, Listen to the words between the silence. Oder lausche der Stille. Oder höre das Nichts. Oder sei das Nichts und so weiter. Anstatt auf die einzelnen Worte zu hören, auf die Lehren zu achten, auf dahingehend alles fundamentalistisch und wörtlich zu nehmen. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir lernen aus der. Und jetzt wird spooky ein bisschen für viele, ich kann das vollkommen nachvollziehen, aber ich werde gleich erklären, warum das so ist. Die wesentliche Entwicklung im Bereich der Spiritualität ist, dass wir uns entwickeln vom Materiellen zum Geistigen oder vom Irdischen zum Göttlichen. Es gibt da, je nachdem, wohin man schaut, verschiedenste Bezeichnungen für, aber das ist so die wesentliche Schnittmenge von nahezu allen Lehren. Und das sieht man auch in fast allen Ansätzen. Selbst bei Maslow in der Bedürfnispyramide haben wir unten die grundlegenden Bedürfnisse eines Menschen und nach oben hin wird es dann geistig. Die wird erweitert oben mit dem Punkt Transzendenz beispielsweise. Im Hinduismus ist eines der Ziele, was man anstrebt, Moksha. Im Buddhismus ist es Nirvana. In spirituellen Ansätzen ist es oftmals das, was man Erleuchtung nennt. Andere nennen es Satori oder ähnliches. Das heißt, das ist oftmals das Ergebnis, das Ziel. Man muss vorsichtig sein mit dem Wort im Bereich Spiritualität. Vielleicht sage ich später noch warum. Aber das ist so das grundlegende Ziel, sage ich mal. Oder das, was man in der Regel anstrebt. Und wie ihr festgestellt haben werdet, Transzendenz, Erleuchtung, Satori, Nirvana, Moksha etc., das sind alles Begriffe, die das Geistige umschreiben und nicht das Materielle. Ne, an der Spitze, am Ziel, steht nie irgendwie der Ferrari, die 1 Million Euro, der Erfolg im Beruf, die gewisse Chefposition oder ähnliches. Das sind immer geistige Zustände, die wir erreichen wollen. Oder die wir anstreben. Und das ist auch das, was man seit jeher hört mit, das wahre Glück können wir nur in uns finden. Denn das ist genau der Punkt. Wenn wir diese ganzen irdischen materiellen Dinge bekommen haben, dann stellen viele immer noch fest, irgendwas fehlt. Irgendwas ist noch nicht da, was ich eigentlich haben sollte, weil ich mir das von all diesen irdischen materiellen Sachen, die ich jetzt angehäuft habe, versprochen habe. Aber es fehlt trotzdem. Und genau darauf liefert die Spiritualität eine Antwort. Und zwar eine Antwort, die meiner Meinung nach jedem Menschen enorm viel weiterhelfen kann. Diese Veränderung von Materie zu Geist, von Irdischen zum Göttlichen, ist wiederum erkennbar in sehr, sehr vielen Ansätzen. Ne, wir haben beispielsweise, und da mache ich jetzt kein Geheimnis draus, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, in der Freimaurerei beispielsweise, na, sieht man es, ist recht klein jetzt, ist das bekannte Symbol, ich schau mal, ich habe hier wahrscheinlich noch, im größeren, ist die bekannte Symbolik ein Winkelmaß und ein Zirkel. So, und wie ihr seht, sind die zwei Symboliken ineinander. Das heißt konkret, der Winkel, der symbolisiert eben das Materielle oder das Irdische. Der Zirkel darüber, der symbolisiert das Göttliche oder das Geistige. Und Ziel ist es, dass wir mit unserem Geist, die klingt jetzt erstmal etwas spooky, Materie beherrschen. Das tun wir in vielen Fällen, beispielsweise wenn wir abnehmen. Wir machen uns mental, geistig setzen wir uns ein Ziel und das materialisiert sich dann nach und nach, wenn wir imstande sind, mit unserem Geist unsere materiellen, irdischen Belange, wie zum Beispiel den Hunger auf was Süßes und die Neigung dazu, mehr zu essen, als wir eigentlich vertragen, die
die Gier nach dem Essen beispielsweise, wenn wir das mit unserem Geist beherrschen können, dann materialisieren wir gegebenenfalls körperliche Ziele, die wir uns setzen. Ne? Dasselbe mit dem Fitnessstudio etc. Und das sind jetzt sehr praktische, sehr banale Beispiele, damit ein Großteil der Menschen, die diese Videos hier sehen, dem auch folgen kann. Das heißt, in solchen Momenten bestimmt unser Geist die Materie. Andersrum ist es so, dass wenn wir sehr unbewusst sind, wenn wir sehr auf der materiellen Ebene sind, wenn wir sehr auf den unteren Energieleveln schwingen oder wie man es auch nennen möchte, dann hechten wir oft den materiellen, irdischen Belangen nach. Wir streben oft nach Alkohol, nach Drogen, nach Sex etc. Immer weil wir uns von diesen Dingen das kurzzeitige Glück versprechen. Und wir kommen nie an. Wir hechten von einem materiellen oder irdischen Trieb zum nächsten, essen was, trinken Alkohol, haben Sex und so weiter und brauchen immer das Nächste, sind sehr reaktiv. Ne, irgendwo wird uns Essen vorgesetzt, wir können vielleicht an nichts anderes mehr denken als an das schöne Essen, was wir gesehen haben, den schönen Burger, dann geht da eine hübsche Frau lang, wir können an nichts anderes mehr denken als an diese Frau. Und so weiter und so fort. Genau das ist das, wo wir weg wollen. Wir wollen mehr zu uns selbst finden, uns mehr identifizieren über den Geist in uns, anstatt über die körperlichen Belange. Und je mehr wir diesen Schritt gehen der Entwicklung von Materie zu Geist, umso mehr finden wir uns selbst, erkennen wir uns selbst, umso gelassener sind wir, umso gesettelter sind wir, umso gefasster sind wir in uns und umso mehr erfahren wir das, was viele Ankommen nennen. Und das spürt man auch, wo Menschen gerade stehen, ob sie dabei sind, dass sie von einem Belang zum nächsten jagen, zum einen Trieb zum nächsten, dass sie mental, wenn sie morgens zur Arbeit fahren, schon in der Mittagspause sind, wenn sie in der Mittagspause sind, schon wieder beim Feierabend sind, wenn sie beim Feierabend sind, sind sie im Kopf schon wieder beim Wochenende und wenn sie am Wochenende sind, vielleicht im Kopf schon wieder beim nächsten Urlaub. Und das ist das, was Spiritualität zum Zweck hat. Das heißt, auch hier mehr zu uns zu finden und uns weniger von den irdischen Belangen ablenken lassen. Umso mehr wir zu uns finden, umso mehr sind wir natürlich auch präsent. Man könnte es auch umdrehen, umso präsenter wir sind, zum Beispiel durch das Werkzeug der Meditation, umso mehr kommen wir zu uns, umso mehr finden wir zu uns und umso weniger werden wir abgelenkt, getriggert und sind reaktiv in Bezug auf die materiellen Reize. Das heißt, das, was ich hier jetzt gerade beschrieben habe, ist eines der grundsätzlichsten Wege der Spiritualität. Manche nennen es Gottwerdung, andere nennen es Weg zum Licht, wieder andere nennen es Weg zum Geistigen, zum Immateriellen. Es gibt verschiedenste Bezeichnungen dafür. Aber dieser Weg findet sich in nahezu allen Weisheitslehren und Religionen auf die ein oder andere Art wieder und ist quasi mehr oder weniger die Essenz der Spiritualität und der Weg, den er mir persönlich in den vergangenen Jahren enorm viel gegeben hat und wofür ich sehr dankbar bin, auf diesem Weg aufmerksam gemacht worden zu sein oder auf diesem Weg gekommen zu sein. Wenn du dich jetzt fragst, Mensch, das klingt echt spannend, das klingt echt super, aber wie gehe ich diesen Weg? Wie fange ich an? Wie höre ich auf? Wie mache ich weiter? Worauf muss ich achten? Dann habe ich genau dafür das Life Transformation Coaching erstellt. Den Link dazu findest du hier unter diesem Video und außerdem im ersten Kommentar. Klick da drauf, trag dich in das Formular ein. Ich rufe dich in den kommenden Tagen an. Wir schauen, ob es passt. Und wenn ja, dann arbeiten wir zusammen auf deinem Weg des spirituellen Lebens, um das zu finden, was du eigentlich suchst. Bis dahin, schön, dass du da warst. Adios.